Hallo, ich bin die Tea Queen. Und wenn Sie meine Untertan werden wollen, passen Sie nun gut auf. Stop. Was trinkst du da? Kaffee? Kaffee? In meinem Haus? Diese Plörre ist nichts für dich. Aber Kaffee hält mich doch wach. Du bist nicht nur eine dumme Ursel, du bist eine ganz dumme Ursel. Komm, ich zeig dir mal was. Koffein und Tein ist im Grunde dasselbe, wobei Koffein allerdings regt die Herz- und Kreislaufsystem an. Das Koffein regt kurzzeitig sehr, sehr schnell die Herz-Kreislauf-System an, kommt zu einem Höhepunkt, fällt aber hinten wieder runter und man ist im Endeffekt hinterher mit dem Kreislauf tiefer, als man vorher war. Beim Tee wiederum ist es so, dass das Tannin, besser bekannt als Gerbstoff, einen leichten Anstieg bedeutet, da hierbei nur das zentrale Nervensystem angeregt wird. Dafür wiederum ist es aber so, dass der Höhepunkt hinten viel länger andauert. Somit kann man resümieren, dass Kaffee aufregt, Tee aber anregt. Und deshalb möchte ich jetzt meinen Afternoon Tea. Jetzt! Ursel! Mein Tee!